Die Radio Hamburg Pokémens. Zum Mitschneiden und Sammeln. Das Aberglauben-Pokément. Gattung gehört zur Familie der Realitätsverlust-Pokéments. Größe glaubt, es bekommt kurze Beine, wenn es lügt. Das Aberglauben-Pokément steht morgens immer mit dem rechten Bein zuerst auf, denn wenn es mit dem linken Bein zuerst aufstehen würde, hätte es den ganzen Tag schlechte Laune. Auf dem Weg ins Bad versucht es nicht, auf die Fugen der Kacheln zu treten, weil ein altes Sprichwort sagt, denn wer auf die Fugen tritt, dem wächst ein langes Haar im Schritt. Zum Frühstück isst es immer den Teller auf, weil es dann schönes Wetter gibt. So ein scheiß Porzellanteller liegt zwar ziemlich schwer im Magen, aber da muss es wohl durch. Begegnet unser Aberglauben-Pokément auf dem Weg zur Arbeit mit überhöhter Geschwindigkeit überraschend einer schwarzen Katze, die von links kommt, bringt das Unglück. Das gilt allerdings in hohem Maße vor allem für die arme Katze. Zündet es sich eine Zigarette an einer brennenden Kerze an, stirbt ein Seemann. Klopft es hinterher dreimal auf Holz, steht der Seemann wieder auf. Mit dieser Prozedur, mehrmals hintereinander ausgeführt, kann man Schiffsärzte wunderbar zum Wahnsinn treiben. Prosten sich Aberglauben-Pokéments gegenseitig zu, achten Sie darauf, sich dabei in die Augen zu sehen. Ansonsten fürchten Sie 7 Jahre schlechten Sex. Und nochmal 7 Jahre, das wäre ja nun wirklich mehr als ärgerlich. Eine Szene, die unser Aberglauben-Pokément vollkommen glücklich machen würde, sehe etwa so aus. 3 schwarze Katzen besorgen es am Freitag, dem 13. so richtig einem rosa Glücksschwein, während ein Spanner-Schornsteinfeger in der Ecke dem munteren Treiben zuguckt und dabei 4-blättrigen Klee in sich reinschaufelt.